Neben dem Giganten sieht das alte Windrad auf dem Piesberg fast winzig aus. Und das bei einer stattlichen Höhe von 45 Metern. Die drei neuen Anlagen sind fast dreimal so hoch. Fast 150 Meter ragen sie in den Himmel, gemessen vom Boden bis zur Rotorspitze. Das Bauprojekt der Stadtwerke Osnabrück auf dem höchsten Berg der Stadt ist eine logistische Meisterleistung. Wie Sie merken, hier ist viel Wind und mit diesem vielen Wind werden wir gar kein CO2 benötigen. Das ist unsere Umweltinitiative KUK, Kompetenz Umwelt Klima. Wir werden die größte Baumaßnahme in Osnabrück überhaupt für CO2 reduzierende Maßnahmen. 10 Millionen Euro für Wind hier oben auf dem Piesberg. Das alleine ist Grund genug. Das ist einer der besten Standorte überhaupt im gesamten Norddeutschland. Nach einer Vorbereitungszeit von 6 Monaten ist es soweit. Mitte April 2010 beginnt der Bau der ersten Windkraftanlage auf der Rottefläche. Direkt neben dem fertigen Fundament haben die Spezialisten riesige Halbschalen zu Turmsegmenten montiert. Sie wurden dabei mit einem Spezialbeton verklebt. Nur wenige Tage später beginnt der Turmbau. 8 Stahlseile heben das zweite Turmsegment langsam an seinen Platz auf dem bereits vorhandenen ersten Ring. Die Arbeitsbühne wächst mit dem Turm. Von hier aus verbinden die Monteure die einzelnen Segmente. Für eine starke Spannung sorgen Stahlseile in den Wänden. Denn dieser Turm muss nicht nur dem Wind standhalten, sondern auch die Maschinengondel mit Rotor tragen. Ein Gewicht von 120 Tonnen. Je nach Witterung werden so 5 bis 8 Segmente pro Tag montiert. Der Turm wächst. Bevor der Bau des ersten Windrads fortgesetzt wird, werden zunächst die Türme der 2 anderen Windkraftanlagen gebaut. Diese entstehen gut 30 Meter höher auf der Felsrippe des Piesbergs. Um die schweren Teile der Geräte auf die Bergspitze transportieren zu können, wurde die Straße dorthin komplett erneuert. Nachdem wir hier auch Bodenabfuhr gemacht haben, war also die alte Zuwegung mittlerweile in einem derart desolaten Zustand, dass mit den Tiefladern hier nicht mehr hochgefahren werden konnte. So musste also diese neu erstellt werden. Wir haben sie also begradigt, im Prinzip die bisherigen Fahrspuren rausgearbeitet und dann nochmal mit einer 16 cm neuen Asphaltschicht versehen und auch zum Teil noch ein bisschen die Kuppen rausgeholt, denn wir haben hier Tieflader bis zu insgesamt Längen von 45 Meter zu erwarten und da müssen wir natürlich aufpassen, dass die dann nicht auf irgendeiner Kuppe nachher hängen bleiben, weil die Radien nicht stimmen. Das musste begradigt werden. Die erste große Herausforderung für den Transport auf die Felsrippe ist der 110 Tonnen schwere Spezialkran für den Turmbau. Auf der Rottefläche wird der Riese verladen. Tieflader bringen zuerst seine Gewichte nach oben. Als letztes verlässt der Kran die Rottefläche. Er muss die Auffahrt aus eigener Kraft schaffen. Ein spannender Moment an der steilsten Stelle. Der Kran kommt zum Stehen. Erst beim zweiten Versuch schafft es das Gefährt über die Kuppe. Einen Tag später beginnt der Transport der Halbschalen für den nächsten Turm. Auf dem Lagerplatz am Fuße des Piesbergs verladen die Arbeiter früh am Morgen die erste Halbschale auf einen Tieflader. Das Bauteil ist 5,5 Meter breit und wiegt bis zu 40 Tonnen. Dieser Laster kann die Steigung der schmalen Straße nicht allein bewältigen. Er wird daher mit einem Radlader hinaufgezogen.
Da ein Wenden des Tiefladers auf dem kleinen Platz knapp unterhalb der Felsrippe nicht möglich ist, wechselt der Radlader hier die Seite. Der Laster fährt mit seiner Fracht rückwärts den Berg hinauf. Hier oben werden in den nächsten Wochen die zwei Türme in den Himmel wachsen. Einen Monat später stehen alle drei Türme. Die Arbeiten an der ersten Anlage auf der Rottefläche gehen weiter. Die Spezialisten montieren nun die Maschinengondel. Im Inneren befinden sich neben dem Generator Überwachungs-, Regel- und Steuerungssysteme. Dazu gehören auch Pitchmotoren zur Verstellung der Flügel und eine Lastenwinde, um Werkzeuge nach oben zu transportieren. Am nächsten Tag macht sich die Gondel auf den Weg. Ein gewaltiger Kran hebt sie auf den Turm in 108 Metern Höhe. Hier wird sie so montiert, dass sie sich um die eigene Achse drehen kann. Die Stadtwerke Osnabrück haben aus diesem Anlass zum Pressetermin geladen. Zahlreiche Journalisten berichten über den Fortschritt der Bauarbeiten. Wir werden dort gemeinsam etwa 6.000 Haushalte hier in Osnabrück mit Strom versorgen können, mit grünem Strom versorgen können. Wir haben jetzt die 108 Meter auch erreicht in der Gesamthöhe. Inzwischen sind auch die Rotorblätter auf dem Piesberg angekommen. Bevor sie an der Narbe montiert werden, wird noch das Hinterkantensegment angebracht. Dann befestigen die Spezialisten den 41 Meter langen Flügel an der Rotornarbe. Er besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Dieses Material ist stabil genug, um auch den enormen Kräften auf der Spitze des Turms standzuhalten. Einen Tag später sind alle drei Rotorblätter montiert. Nun können Rotornarbe und Flügel in einem Stück nach oben gezogen werden. Schon nach wenigen Minuten ist es soweit, das Windrad steht. Der Turm trägt nun ein Gewicht von 120 Tonnen. Nach Fertigstellung aller drei Windkraftanlagen läuft der Testbetrieb. Für die technische Abnahme steigt Stadtwerke-Chef Manfred Hülsmann die 360 Stufen im Inneren des Turms hinauf bis an die Spitze. Enercon hält, was es verspricht. Das sind super Anlagen, super Technik. Ich habe mir das oben genau angesehen. Mit allen technischen elektrischen Einrichtungen. Es ist einfach nur fantastisch. Die Rotordurchmesser der Windräder betragen 82 Meter. Die sogenannte überstrichene Fläche ist so groß wie ein Fußballfeld. Jedes der drei Windräder kann pro Stunde 2000 Kilowatt Strom erzeugen. Zusammen mit der kleineren alten Anlage produzieren sie zukünftig rund 13,8 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Zusätzlich wird auf dem Piesberg auch mit Deponiegas Energie gewonnen. Insgesamt können so fast 6.000 Haushalte in Osnabrück mit grünem Strom vom Piesberg versorgt werden. Knapp einen Monat nach dem erfolgreichen Testlauf wird die Anlage offiziell in Betrieb genommen. Feierlich drücken die Vertreter aller Projektpartner gemeinsam den Startknopf. Die Räder setzen sich in Bewegung.
Es wird sauberer Ökostrom erzeugt, wodurch am Piesberg von nun an jährlich rund 15.700 Tonnen CO2 eingespart werden. Hans-Dieter Kettwig, Geschäftsführer der Enercon GmbH und damit Erbauer der Windkraftanlagen, sieht das Engagement der Stadtwerke Osnabrück auch für die Zukunft sehr positiv. Rückblickend gesagt muss man feststellen, dass die Stadtwerke Osnabrück schon sehr früh darüber nachgedacht hat, auf regenerative Energiegewinnung zu setzen. Und ich denke mal, man hat damals einen richtig klugen Schachzug gemacht, auch gerade den Piesberg zu besetzen. Da hat die Stadtwerke wohl gesagt, komm her, den Standort, den haben wir und den wollen wir gerne positiv besetzen. Aber ich denke auch, dass die Zukunft jetzt oder die Vergangenheit gezeigt hat für die Stadtwerke, Mensch, mit den Windenergieanlagen hast du nicht nur ein positives Image, du kannst auch ein bisschen Euros mitverdienen. Und natürlich für die Zukunft jetzt, gerade die Tendenz im regenerativen Energiebereich, dezentrale Energieversorgung, da spielt dann die Stadtwerke Osnabrück für Niedersachsen, ich glaube, sogar eine große Rolle. Für die Stadtwerke Osnabrück ist der Bau der 3 Windkraftanlagen die bisher größte Investition zur CO2-Vermeidung und gleichzeitig der Startschuss für die Windoffensive der grünen Initiative KUK – Kompetenz, Umwelt, Klima.